Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, ich habe mir so überlegt, was mache ich heute für eine Legung? Ich habe mitbekommen, euch hat die Form dieser Legung gestern sehr gut gefallen. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch mal in so einer Art zu legen. Und schreibt mir das mal unter die Kommentare, inwiefern das euch hier weiterhin erstmal so gefällt. Ja? Wie ihr mitbekommt, ich sitze heute auch nochmalig hinter der Kamera. Ganz einfach, weil ich wirklich gerade so ein bisschen in mein Hausmütterchen-Dasein hier durchs Schloss wusel. Und so gefühlt mit Schürze und Kittel. Und dann neben Kinderversorgung, weil Ferien sind, irgendwo noch versuche, dass meine Hände vielleicht noch gut aussehen für euch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre jetzt normalerweise die Zeit, wo ich tatsächlich auch mit Urlaub machen würde. Wie ihr wisst, im Hintergrund läuft noch so ein kleines Projekt, wo ich auch noch daran arbeite, was ihr früher oder später natürlich auch erfahren werdet. Also das heißt, ich lege jetzt nicht nur Karten, sondern ich bastle auch im Hintergrund ein bisschen was und feile rum. Ja, und deswegen hoffe ich, ihr kommt jetzt mit dem Kompromiss so ein bisschen mit mir mit, dass ich einfach auch ab und zu jetzt in den Ferien wieder hinter der Kamera bin. Aber natürlich möchte ich mich auch wieder davor setzen. Ne? Und ihr sagt ja selber immer, Königin, auf die Legung kommt es an. Mir macht beides sehr viel Spaß. Also mir macht es tatsächlich noch mehr Spaß vor der Kamera. Aber ja, ich hoffe, ich weiß, ich labere mir wieder eine Pfütze auf die Zunge. Ne? Ich lese schon wieder Kommentare. Mensch, Mädchen, rechtfertige dich doch nicht immer. Aber so einen kleinen Leitfaden wollte ich euch halt geben. Ne? Okay. Also es bleibt jetzt nicht immer so, wie es jetzt gerade ist. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, Schätzelein. So, meine Lieben, wir legen los. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig sein für den oder die andere? Ich schaue mal, dass ihr das seht, genau. So, und dann hatten einige geschrieben, diese wunderschönen Karten, die neu sind, die gibt es jetzt auch auf Deutsch. Ich glaube, ich werde dorthin geführt, Königin, nein, du wirst jetzt noch versuchen, ein bisschen mehr Englisch zu lernen. Deswegen sind mir die hier scheinbar gleich in die Hände gefallen. Und da müssen wir jetzt durch, ne? So, was hat denn hier jemand in deine Richtung zu sagen? Ich lege sie dann auch gleich auf, nur. Dankeschön. So, ich lege sie gleich auf. Wir haben als allererstes, oh, schon wieder, und ihr habt gesehen, ne, ich habe die Karten gemischt, es tut mir leid. Wir haben, da geht noch mehr. Und wir haben das falsche Spiel. Weiterhin haben wir diese Card. I felt like you didn't care. I want to fix our connection. Gossip. I'm afraid of what other people will think. Okay. And then we go into the Legung, ne? Ach ja, mein Englisch, mein Englisch, mein Englisch. So. Meine Lieben, hier hat jemand auch wieder in dieser Legung irgendwie noch eine bestimmte Hoffnung. Ne? Hope. Hope, hope, hope. I haven't given up on us yet. Ja. Und
Auch hier wieder, es ist so krass, ne, wie das mit der letzten Legung in Resonanz geht, dass auch hier wieder jemand weiß, dass man mit dir irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine komische Kommunikation startet, beziehungsweise eine komische Kommunikation hat. Ja? Es ist an sich wirklich ein tieferes Beziehungsproblem, was dir scheinbar jemand ungern angehen wollen würde, warum auch immer. Aber das will man jetzt tun, denn es ist wirklich hier wieder die Message von, ich weiß ganz genau, ob ich mich melde bei dir, ob ich mich nicht melde. Irgendwie hinterlasse ich hier immer wieder einen Scherbenhaufen. Ich weiß, dass ich dir weh tue. Na, wenn ich mich hier melde oder eben nicht melde, es ist egal, was ich mache. Es verletzt dich. Und hier fühlt sich auch wieder jemand als Feigling. Und es ist so, dass hier jemand sehr wohl große Lust hat, mit dir hier mehr zu reden, mehr wieder zu texten. Und tatsächlich ist es auch so, dass man dich gerne treffen möchte. Und egal, was hier jetzt für Umstände sein könnten, dass man hier auch wieder etwas bereinigen möchte, scheinbar. Und was möchte man hier denn scheinbar bereinigen? Naja, weil hier weiß man einfach, dass man sehr wohl ein falsches Spiel mit dir gespielt hat, mein Hase. Aber kurioserweise ist das eine Angelegenheit, die ihm hier oder ihr hier leid tut, was dich betrifft. Im Laufe der Zeit erkennt man das, dass man in jeglicher Verbindung wirklich gar nicht so richtig so ins Gefühl kommt, weißt du? Für nichts, für niemanden, hier haftet jemand an nichts. Es ist so, als ist man hier gefühlsmäßig irgendwie abgestoßen und man weiß einfach mit dem Verhalten, auch wie man hier mit dir spricht, einfach oder überhaupt einfach mit dir umgeht. Man weiß von sich selbst, ich bin an sich, bin ich einfach irgendwie ein schlechter Mensch. Ich habe dir hier irgendwie eine Illusion auferlegt. Ja, ich habe ein falsches Spiel gespielt und alles, was ich gesagt habe, sieht für dich wirklich einfach nur aus wie eine Lüge. Ich weiß, du kannst mir nicht mehr vertrauen. Und ich weiß die Kommunikation, ich bin wirklich hier ein Feigling. Das ist echt jemand, der es aber hier schnallt, ja, wie man mit seinen eigenen Verhalten eben dich hier behandelt hat oder eben noch behandeln wird. Und trotzdem ist ja einfach so eine Sehnsucht, wo man auch spürt, dass man vielleicht das wirklich gerne bereinigen möchte, weil man weiß, man möchte nicht mehr auf dieser Stelle stehen bleiben. Ja, wir hatten in der gestrigen Legung ja schon, dass sich vielleicht auch jemand selbst davor heilen möchte, immer ja, vor dir vielleicht auch zu flüchten oder vor einer Kommunikation. Fakt ist eins, hier fehlt jemandem das Kommunizieren, volles Brett mit dir, auch wenn man es scheinbar an irgendeinem Punkt immer nicht hinbekommt, hier dauerhaft am Ball zu bleiben, kommt ja doch hier immer wieder diese Sehnsucht rein, ja. Warum ist das so, mein Hase? An all die, die hier neu zuschalten, die vielleicht erst neu in solchen Situationen stecken, beobachtet mal ein bisschen euren Gegenüber. Ja, ihr habt manchmal das Gefühl, oh, es ist schön, ich fühle mich angenommen, ne? Und es ist so spannend, auch mit dir zu texten und zu quatschen. Und plötzlich kippt das Ganze eben, ja, wo du merkst, hey, hier kommt gar nicht mehr wirklich eine Kommunikation rein und du fühlst dich aufs Abstellgleis gesetzt und ja, wie in einem Wartezimmer und niemand ruft dich auf. Ne? Es gibt mehrere Szenarien, aber hier ist zum Beispiel auch wieder so ein Beispiel. Ich wiederhole es gerne auch oft, weil das auch für einige wichtig sein könnte, das auch mal in Betracht zu ziehen, dass hier jemand dich scheinbar wirklich toll findet, aber ab einem gewissen Punkt eine gewisse Angst in sich bekommt. Und das ergibt dann vielleicht auch hier wieder so einen Rhythmus von,
Oder so eine Dynamik, ne? Wo du gar nicht mehr weißt, oh, was hat er denn, was hat sie denn? Und ja, und hier ist es tatsächlich auch so ein Zugeständnis von ihm selbst, beziehungsweise von ihr selbst. Ich habe wirklich Probleme überhaupt für jemanden oder irgendetwas zu empfinden. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, wie das passieren kann. Ich weiß, ich gebe dir immer das Gefühl, dass das alles eine Illusion ist, wenn wir zusammen sind oder eben eine Illusion war, weil ja, ich weiß einfach, weil es einfach schwer ist, mit mir hier wirkliche Gespräche zu führen, wenn es dann auch darauf ankommt. Ja. Und weiter habe ich hier, dass hier geht es darum, dass man sich irgendwo nicht gewürdigt fühlt und dass man hier sagt, ich hatte das Gefühl, dass es dich nicht interessiert. Ja. Also das heißt, es könnte sein, du hast ihn oder sie schon komplett so gesehen, dass da irgendwie was hinter den Kulissen, weißt du, dass es da mehr gibt für sein oder ihr Verhalten. Und dich hat das sehr wohl interessiert und du wolltest es sehr wohl wissen. Aber irgendwie ist hier vielleicht auch ein Missverständnis, denn hier sagt jemand, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass dich das gar nicht interessiert, wie es mir letztendlich wirklich geht. Und gleichzeitig will hier jemand unbedingt diese Verbindung zu dir wieder reparieren. Ne? So wie gestern in der Legung. Ihr seht, es geht in Resonanz. Die Energien stagnieren hier auch ein bisschen. Aber es ist auch noch mal so eine Bestätigung von einer Mega-Einsicht von einem bestimmten Typen, einer bestimmten Kirsche hier selbst. Und die Einsicht ist auch hier, dass es hier auch um Klatsch und Tratsch geht, ne? So wie gestern. Und dass hier jemand auch Angst davor hat, andere Leute, was andere Leute hier auch denken könnten. Ja. Und ja, es ist so, ne? Auch wenn man von außen immer sagt, Mensch, es soll ihm oder ihr doch scheißegal sein, was andere Leute denken könnten oder so. Aber hier beschäftigt es jemanden wirklich, wirklich sehr, dass man vielleicht Angst bekommt vor dieser Liebe, weil hier Menschen sind, die da wirklich sowas von krass auch mit dir auch irgendwie krass umgehen könnten, was du nicht verdient hast und was nicht in seinen, ihren Händen vielleicht auch liegen könnte. Das ist auch ein Szenario, dass man im Gegenteil dich auch vielleicht irgendwo schützen möchte. Aber gleichzeitig, ja, ist es auch von ihm so ein bisschen, ne? Dass es halt auch von seiner Seite oder ihrer Seite her mal Zeit wird, zu sagen, ja, ich mit dir gegen die Welt, ja, es ist scheißegal, was andere Leute sagen. Ich möchte, in Wahrheit möchte ich das Ganze mit dir wirklich reparieren, dass du dich vielleicht auch in dieser Angelegenheit nicht gewürdigt gefühlt hast. Und dass du vielleicht auch das Gefühl hattest von, ich habe gedacht, dich interessiert das hier gar nicht, was mit mir eigentlich ist. Irgendwie ist hier, und hier hat aber jemand so ein Mega-Interesse und verspielt es sich hier schon fast. Ja, und man möchte diese Verbindung unbedingt reparieren. Weil man eben auch hier wieder weiß, ich lasse dich hier irgendwie immer dumm stehen mit meinem Verhalten. Ja? Ich bin ein Feigling. Ich bin so ein Feigling, dass mir irgendwie wichtiger ist, was andere Leute sagen könnten, dass ich dann dir das Gefühl gebe, dass du dich nicht gewürdigt fühlst und gleichzeitig spürt man aber dieses, oh, hoffentlich gibst du mir noch eine Chance trotz der Umstände. Und ich würde dich schon gerne noch mal sehen und mir fehlt das einfach mit dir wirklich in Kontakt zu sein. Ja, so kriege ich das hier rein. Auch hier wieder. So, und dann fragen wir einfach mal die nächsten Kartitsch, die ich jetzt sehr gerne auch noch mal vormischen wollen würde, bevor hier die ersten Karten wieder fallen. Und da möchte ich erst mal auf deine Seite schauen, was du von dem Ganzen hier noch halten könntest oder halten wirst, ne?
So, lieber Gott, gib mich mal please eine Message hier. Auf die Seite für die lieben Zuschauer, für die lieben Abonnenten. Wir haben den Traumfänger, auf seine Träume achten, Wahrträume, Antworten im Schlaf erhalten, eine seelische Verbundenheit. Ja. Also, ich weiß, gestern hatte ich da den faulen Kürbis gehabt, ne, dass du skeptisch bist, einfach nur noch. Aber hier kommt jetzt demnächst immer mehr ein Gespür in dir wieder auf, ein Gefühl der seelischen Verbundenheit. Es kann sein, dass du jetzt von dieser Nacht oder in dieser Nacht von ihm oder ihr wirklich noch mal träumen wirst und irgendwelche Antworten vielleicht auch hier im Schlaf erhältst. Ja, gestern in der Legung hast du ja schon Antworten dir irgendwie selbst zurechtgelegt, aber hier soll noch mehr kommen, mein Engel. Das war es noch nicht, hier kommt irgendwie noch mehr. Und wenn ihr nicht sogar voneinander träumt, weil das so eine krasse Verbindung hier einfach ist, wo man vielleicht auch schon so oft gesagt hat, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr oder sich gar nicht mehr gemeldet hat und jetzt lange Zeit keinen Kontakt mehr hatte, ist ja doch auf deiner Seite das Gefühl einer seelischen Verbundenheit. Also das kriege ich hier auch rein, weißt du? Weil wir haben hier schon dieses, mich hat das interessiert, wie es dir geht. Ich habe hinter die Kulissen geschaut und wollte dich mehr verstehen, aber du hast mich ja gar nicht näher an dich rangelassen, ja? Du hast dich ja, wenn es, du hast dich ja hier manchmal gar nicht mehr gemeldet oder auf manches gar nicht mehr geantwortet, ja? Also das spricht für dich, mein Engel, ja? Jetzt schauen wir mal weiter auf ihn. Für ihn, gib mir da mal bitte eine Karte für ihn oder sie. Da wollten zwei Karten fallen. Wir haben die Serendipität und die Heiligen Drei Könige. Du bist einfach der Mensch, da, wie gesagt, der hat nicht danach gesucht, ne? Also er hat ja hier wirklich eine lange Zeit irgendwie gar nicht viel spüren können für irgendetwas oder irgendjemanden. Aber ich habe für dich hier einfach, dass du gefühlt für ihn hier ein glücklicher Zufall bist. Besser geht's nicht. Du bist hier irgendwie gefühlt wie eine Schicksalsfügung. Auch wenn man dich so jetzt hier in der Form behandelt, ja, immer noch behandelt oder behandelt hat, hat man hier wirklich die Erleuchtung, dass man dich ja, wenn man ehrlich ist, einfach verehrt. Man vermisst dich hier einfach. Und auch hier habe ich wieder ein wertvolles Geschenk erhalten, ne? Wie gestern, als möchte man sich bei dir erkenntlich zeigen, dir etwas schenken wollen. Ach Mensch, es gibt hier so ein Lied, ne? And I was lost, thank God I woke up in love. Als ich verloren war, so auf die Art, ne? Ich weiß, ich um mein Englisch. Da warst du sozusagen da und ich danke Gott, weil ich in der Liebe aufgewacht bin, weißt du? Also das heißt, jemand hat sich hier permanent vielleicht selbst immer in Liebesangelegenheiten so mega verstrickt, aufgrund, wie man hier so drauf war und hat da vielleicht selbst noch eine Liebe hinterher geweint, aber du warst schon längst vielleicht auch hier an seiner, ihrer Seite und jetzt checkt man, ich sollte Gott dafür danken, dass du tatsächlich hier die Liebe bist, wenn ich hier morgens aufwache, ne? Ja, und man verehrt dich. Man hat hier definitiv eine Erkenntnis, dass du plötzlich irgendwie einfach da warst, so, ne? Wie aus dem Nichts. Und dass man dich hier gefühlt ganz schön unfair, vielleicht auch mit dir ganz schön unfair auch umgegangen ist. Ja. Ja, was habe ich hier bei dir noch? Naja, schau dir das an. Was habe ich gestern gesagt?
Meine Lieben, abonniert meinen Kanal kostenlos, um euch hier einen Selbstwert-Push zu holen. Es ist wieder einmal die Bestätigung. Und ich sage jetzt auch schon ganz, 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 ganz oft, ihr seid die Schöne. Ja, ihr habt ein reines Herz, ihr seid vorurteilsfrei. Das würde auch super zu diesen Menschen hier passen. Ja, ihr packt hier die Dinge anders ein. Ihr seid an sich selbst als Person einfach bedingungslose Liebe. Als bist du hier selbst einfach pure Liebe, mein Herz. Und das ist das, was du weitergibst, was du einfach hier an jemanden weitergegeben hast. Oh, kriege ich gleich Gänsehaut. Du bist hier einfach die Schöne. Du hast ein reines Herz. Du bist auch charakterstark, auch wenn man hier denkt, weil du so liebreizend bist, könntest du vielleicht naiv sein wie Sau, aber das bist du hier nicht, ja? Ich habe auf deiner Seite, dass ich dir ja auch hier wieder sagen darfst, dass du wunderschön bist und dass du auch daran glauben darfst, auch wenn hier irgendwo jemand nicht klarkommt. Leute, ich wiederhole mich, ja? So, jetzt schaue ich weiterhin auf seine Seite nochmal. Ja, und da wundert es mich auch nicht, warum man erkennt das hier immer mehr. Ja. Auf seine Seite. Ja, der versucht hier jetzt wirklich irgendwie den ganzen Stress abzubauen, ne? Und auch durch diese Erleuchtung fällt hier auch ganz schön was von ihm oder ihr ab. Es ist so, als ob hier jemandem klar wird, ich kann mich endlich entspannen, weil ich erkannt habe, dass es auch solche Menschen noch gibt, so, die so sind wie du. So kriege ich das auch rein. Die es noch wirklich interessiert, die mich noch wirklich irgendwie würdigen, auch wenn man hier wirklich irgendeinen Scheiß gemacht hat, weißt du? Und da kommt er tatsächlich oder sie tatsächlich in das Gefühl der Entspannung. Ja, einfach das Gefühl zu haben, hey, es gibt sogar noch solche Menschen wie dich. Vielleicht ist man hier auch in einem komplett falschen Umfeld. Ja, vielleicht hat man das, was du hier zu geben hast, oder eben einfach deine Art, auch hier wieder, einfach nur deine Art, so wie du bist, was du zu geben hast, wie du bist. Das begreift man nicht. Man begreift es nicht, wie du noch so drauf sein kannst, auch wenn man dich hier, wenn man selbst gefühlt ein Feigling war oder dir einfach immer wieder das Gefühl gegeben hat, dass das, was wir hier haben, ist eine Illusion. Ja. Wir wollen jetzt mal weiterlegen auf dich. Du bekommst hier definitiv eine wichtige Ankündigung. Etwas könnte veröffentlicht werden. Etwas, hier kommt eine endgültige Entscheidung auf dich zu. Vielleicht bist du auch einfach dieser Engel der Verkündung hier. Du Schöne, du Schöner. Du willst hier vielleicht jemanden oder wirst hier vielleicht jemanden demnächst etwas ankündigen, mit dem du dich ja doch sehr seelisch verbunden fühlst. Ja. Irgendetwas hast du hier noch zu sagen, irgendetwas möchtest du hier klären und das hat etwas mit einer endgültigen Entscheidung zu tun, die du jetzt demnächst fällen wirst. Oder schon gefällt hast und da schaue ich mal direkt drauf. Gib mir mal bitte eine Message auf die Ankündigung, auf die endgültige Entscheidung diesen Menschen hier gegenüber. Dankeschön. Und da haben wir hier den Page der Kelche. Den Page der Kelche. Ja. Ich kriege das wirklich so rein, weil wie gesagt, hier will ja dich irgendwie jemand nicht loslassen und hier hat ja auch jemand irgendwo Hoffnung, ja, das Ganze auch noch zu kitten.
Ja, ich habe uns noch nicht aufgegeben, die Hoffnung. Ja, hat dich jemand, hier wird dich jemand nicht aufgeben. Und mein Engel, ich habe hier zusammen mit dem Page der Kelche, habe ich, dass du hier irgendwie eine Entscheidung triffst. Und das kann sein, dass du hier einen Kompromiss mit ihm bzw. mit ihr treffen wirst. Ja, ich sag ja irgendwie, das ist ein Szenario, wo du hier nicht zwingend rausgehst, sondern es könnte sogar sein, dass du ihm oder wenn sich hier jemand wieder meldet oder ihr habt Kontakt und jemand fängt hier irgendwie an, so ein bisschen in die Richtung zu reden, wie ich das hier gerade mache. Ich habe so das Gefühl, dass du, meine Wunderschöne, meine Schmugge, mein Schmugger, du von dir selbst aus vielleicht auch irgendwie noch mal jemanden, vielleicht sogar auch deine Gefühle erklärst in einer Angelegenheit, die leidig ist. Ja, also der Page oder eben der Bube der Kelche könnte auch für eine Angelegenheit stehen, die nicht sehr einfach ist, in der man hier steckt, vielleicht einer sehr leidigen Angelegenheit. Und wo du für dich wirklich selbst einen ehrlichen Kompromissvorschlag oder eben ein Friedensangebot setzen wirst. Irgendwie kommst du hier oder gehst du ihm oder ihr hier liebevoll entgegen und hast eine Entscheidung zu fällen. Und das ist gefühlt auch wie eine wohltuende Anregung für ihn selbst. Deswegen haben wir hier die Massage. Ja? Also das. Bei ihm. Hier kann er sich wieder entspannen oder sie kann sich wieder entspannen, weil na, man ist ja halt angespannt, weil man weiß, wie man dich hat dastehen lassen, wie man hier selbst vielleicht gezweifelt hat, wegen, ja, was sollen die Leute halt nur denken, ne? Und aber selbst möchte er ja hier diese Verbindung wieder reparieren mit dir und das auch irgendwo gut machen. Und ich sehe, du gehst hier auf jemanden auch wieder zu. Und hier geht es um einen Kompromiss, um ein Friedensangebot. Und du wirst hier noch ein paar Dinge sagen, ja. Und selbst wenn du hier jemanden vielleicht auch sagst, ich weiß auch nicht. Also ich sehe dich nicht so, als würdest du ihn oder sie hier jetzt vollkommen haten oder so, sondern im Gegenteil, es könnte sein, dass du für dich auch stark genug bist und vorurteilsfrei, du verurteilst diesen Menschen nicht für die Dinge, die hier jemand tut. Du bleibst halt wirklich auch hier wieder mal in dieser Legung bei dir. Du fühlst dich halt verbunden mit ihm. Vielleicht siehst du auch gewisse Dinge in ihm, die du selbst auch in dir erkennst. Und das gibt so eine mega Verbundenheit, ja. Und als ob du hier jemanden auch einfach nur verstehst. Ja, und du tust hier etwas, was ihn definitiv innerlich sehr berühren wird und was auch die ganze Geschichte weiterhin zwischen euch hier auch wandeln könnte. Ja, so, und da will ich jetzt mal weiterschauen, weil wir haben bei ihm ja auch noch mal eine bestimmte Karte zu legen. Ah, schau dir das an, es ist halt einfach der Harlekin, ne? Unser König hat jetzt einen neuen Namen, ja, das ist jetzt der Harlekin. Ja, wie gesagt, es ist schon ein Typ, der oder die ist sehr idealistisch, ne? So wie gestern. Es ist auch jemand, der vollkommen von der Norm irgendwo abweicht und könnte immer das Gefühl haben von, niemand versteht mich. Ja, jemand könnte selbst hier das Gefühl haben, also dein König, deine Königin, dass man merkt, ich bin wirklich anders als all die anderen. Ich habe das Gefühl, ich passe hier nirgends rein. Und du kommst aber, wie gesagt, immer wieder und immer wieder habe ich hier eine Königin drin liegen, die das versteht, die damit umgehen kann. Mit dieser Andersartigkeit diesen König hier gegenüber.
Ja. Und deswegen hängt man auch hier wahrscheinlich so sehr an dir, weil ja, es kann vielleicht auch wirklich sein, dass ihr ta euch tatsächlich vielleicht sogar auch sehr ähnlich seid, ähnlicher als ihr denkt. Irgendwie, ne, gleich und gleich gesellt sich gern irgendwas, irgendwie zieht ihr euch hier an, aber auf seelischer Ebene auch. Es ist tatsächlich auch ein Verständnis dafür da, warum hier jemand so tickt, wie er tickt. Und irgendwie ist es, könnte es wirklich auch okay sein. Und das heißt, du könntest das sehen in ihm, dass er das jetzt hier wieder in Ordnung bringen möchte. Und deswegen könntest du bereit sein für einen wirklich auch liebevollen Kompromiss. Also du gehst in Liebe auf ihn zu. Ja? So, ich werde für ihn jetzt hier auch mal noch eine Tarotkarte speziell legen. Habe ich ja jetzt für dich auch getan. Die wollte gleich rausfallen. Na, schau dir das an. Jetzt haben wir noch das Ass der Kelche, ja. Also der will auf jeden Fall diese Chance mit dir nochmal, nochmals wieder eine Legung, nochmal die Bestätigung, mein Engel, dass ich dir hier keinen Müll erzähle. Der will nochmal eine Chance bei dir. Wow, das Ass der Kelche, guck mal, wie schön das gemalt ist. Ja, den Kelch der Liebe überreichen, nochmal eine Chance, dass das, vielleicht will man dir auch wirklich sogar eine Liebeserklärung auch hier machen und dir wirklich sagen, wie besonders du halt einfach bist, wie sehr man es vermisst, mit dir in Kontakt zu sein, dir vielleicht auch zu sagen, sorry, dass ich dir das Gefühl gegeben habe, dass das alles nur eine Illusion war. Sorry für mein Verhalten und dass du das Gefühl hast, auch wie gestern, ne, dass ich dich irgendwie im Stich gelassen habe. Ich hoffe, du gibst mir noch mal eine Chance trotz der Umstände. Hier will jemand noch mal eine Chance und du gibst einen entschiedenen Kompromiss dazu. Es ist halt eine mega seelische Verbundenheit einfach da, ja? Die Erleuchtung dessen, dass es sowas wie dich noch gibt. Ja, und das ist doch meine wunderschöne Love Story, sage ich mal, ja. Dazu lege ich jetzt noch einen Engel der Liebe. Dankeschön. Guck mal, vergeben und lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Also hier hofft man wirklich, dass du es nochmal, dass du ihm oder ihr hier sein ganzes Verhalten, was man hier an den Tag gelegt hat, wirklich nochmal verzeihen kannst. Ja. Und dazu nochmal eine Hardcard. Der Wahnsinn, oder? Also das ist ja heute eine sehr, ich sag mal ja doch sehr harmonische Legung. Guck mal, auch hier wieder wie gestern. Ihr habt gehört, ne? Ich habe die Karten gemischt, auch hier wieder. Hier will dir jemand einfach ein Happy End geben. Und hier soll es auch zwischen euch einfach ein Happy End geben. Hier, ich weiß gar nicht, wie ich die Legung heute nennen soll, ne? Weil die ist wirklich sehr ähnlich auf gestern aufgebaut. Ihr seht einfach, wie die Energien ja doch am Ende da sind. Unterm Kartendeck nochmal die Freundschaft. Es ist so, als ob man freundschaftlich auch versucht, auf dich zuzukommen. Vielleicht ist es auch so, dass du hier einen Kompromiss schließt von, okay, ich bin jetzt wirklich bereit dafür, dann lass uns freundschaftlich irgendwo weitermachen. Ja, das ist ein Szenario. Und der andere Kompromiss ist eben, lass uns erstmal auf dem freundschaftlichen Fundament weitermachen, um erstmal hier wieder Vertrauen zu fassen. Auf beider Ebenen. Ne? Aber es ist scheißegal, für was ihr euch hier. Also man kommt freundschaftlich definitiv auf dich zu, versucht eine Basis hier zu schaffen. Und hofft, dass du ihm oder ihr hier wirklich nochmal vergeben kannst für das Verhalten, was man an den Tag gelegt hat. Wow.
Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke sei, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.